beschweren, kann ich mich da normalerweise eher weniger. Aus neues Jahr! Und damit willkommen zu Rausgerotzt Nummer 4 mit einem neuen dabei. Hallo. Quinn mussten wir austauschen. Diverse Gründe gibt's nicht, könnt ihr vergessen. So, ich bin der Rainer. Statt Quinn ist Rainer jetzt Mossi dabei. Alter, fett! Piss dich, Mann, war! Also, die Ausstellung hat sich geändert, aber die behinderten Themen sind immer noch gleich geblieben. Heute sprechen wir darüber, warum Wann war eine Stunde zu spät gekommen ist. Ich bin eine Stunde zu früh gekommen. Wie im Bett. Ja, wenn der Aufnahmetermin um 19 Uhr ist und er um 20 Uhr kommt, dann ist er eine Stunde zu früh gekommen. Ja, also richtig. Das auf, Kinder. So ist das. Ich dachte, unser Thema wäre, dass wir über jeden LOL-Champ reden. Ja, die das ist so ein Wichser. Aber unser wahres Thema ist, dass wir über jeden Nestle. Nein, Nestle. Und die Konversation wird angeführt durch den Herrn Wanwa. Durch mich? Diskutiere. Wieso, seit wann? Ja. Ja, also. Schon vor der Aufnahme. Nestle. Ist geil. Ja. Okay, und das war's. Mit ja, wir sind das ist eine Woche, wo wir über jeden Leute reden. Und wie ist das Thema hier zu sein? Damit den Zuschauer klar ist, ich habe den Witz irgendwie schon so zwischen 50 und 250 Mal gebracht vor der Aufnahme. Echt, habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. Du bist sowieso geistig abwesend. Das haben wir gemacht, bevor du da warst. Ach so, ja, das ist gut. Das auch, ja. Das stimmt sogar tatsächlich. In der Stunde, die du zu früh gekommen bist. Also. Ich find's geil. Jedes Mal, wenn ich lache, dann bin ich irgendwie so in der Tasse, Robin, die soll in die Hände klappen. Bamba hört sich so an, als ob er gerade seinen Höhepunkt ist. Das okay. Bist du dir so sicher? Gut, dass wir uns so schön über Nestle unterhalten. Ja, die Abschweifung hat schon vor dem überhaupt Thema begonnen. So, Wanda, erzähl immer. Du bist doch so ein Nestle-Fan. Alter, jetzt pack den Scheiß Drachen dort weg. Zufrieden. Also, Nestle ist geil, weil die haben Cineminis. So. Und Nescafé und KitKat. Ja. Ja. Ist doch gut, ne? Ich dachte tatsächlich ernsthaft, du würdest über die korrupte Firma sprechen. Welche korrupte Firma? Guck mal, was macht diese Firma? Diese Firma beschafft Rohstoffe nachhaltig. Die fördert die Wirtschaft durch gute Produktionsmethoden. Die geht dem Lebensmittelmangel durch Gentechnik entgegen. Die schafft Arbeitsplätze in Brasilien, in Äthiopien, in Mexiko. Selbst in Mainz haben wir eine Firma. Dass Frischwasser kein freies Gut für jeden Mensch ist. Ja, weil ich auch beim Wasserhahn was bezahle, wenn Wasser rauskommt. Bezahlst ja, du was, wenn du rausgehst und aus dem scheiß Tümpel was trinkst? Das ist ja auch ekelhaft. Du ja, kannst das Wasser ja auch einfach davon nehmen und filtern. Scheiß Chemiker. Ja, aber ich will gutes Wasser haben. Entweder also mein Leitungswasser aus dem Deutschland also oder so ein schönes Vittel. Kein schwarzes, habe ich da gehört. Kein schwarzes Nein, hast Wasser. Du nicht. Wieso? Ja, wir müssen ja eine Randgruppe diskriminieren. Und da können ja die Baumwollpflücker dazugehören. Na, da bist du eine Missgeburt. Warum bist du so? Ich finde, wir könnten auf unser Abstieg, wir haben ja noch ein zweites Thema vorbereitet, weil ich glaube, das ist ja schon wieder beendet. Dass wir, also wir haben ja, wir wollen nur jeden Champion in LoL durchgehen. Das ist so ein nur das Mensch, Unter. Ja. Also ich fange mal an mit Aatrox, ne? Der hat
Schwert und Flügel, voll cool. Ey, wir müssen das kurz halten. Das sind, keine Ahnung, 130 Gems oder sowas, die gibt. Ich glaube, über 160 sogar. Aber ich glaube, darüber sollten wir aufhören zu reden. Was ist das denn? Ich glaube, dazu kommt noch mal eine Special-Folge, wo nur ich und Marco dabei sind. Dann machst du einfach nur einen Re-Upload von dem, was wir vor 3 Jahren oder sowas gemacht haben. Und die Champions, die fehlen, die packst du dann... Was ist das denn? What the fuck? Das ist gerade komplett hoffnungslos, diese Folge. Nee. Aisel, du als Außenstehender zum Thema der Intelligenz, was sagst du denn dazu? Ja, als Außenstehender? Ja. Ich sage, Nestle kann sich ficken gehen. Mit ihrem Geld, ja, das können sie machen und mir dabei was abgeben. Ja, die können das Geld, können sie investieren in 40 Kilogramm Hack und das können sie zu einer Frau. Boah, jetzt so ein Hacksteak, ne? Ja. Alter, schön mit Kruste, aber... Mit Kruste? Ganz? Der mag seine Frauen auch nur mit Kruste. Ganz wichtig mit Maggi. Weil sonst wäre es ja nicht mehr Nestle-Hackbraten. Aber die Maggi-Formel wird umgeändert. Also wird Maggi nicht mehr so schmecken. Egal, Firma bleibt. Hauptsache Nestle, ja? Ja. Ich habe hier in meinem Haus bestimmt auch 10 Produkte gerade davon. Ist richtig gehört gut. Kellogg's auch zu Nestle? Kellogg's gehört doch auch dazu. Die heißen doch sogar Nestle Kellogg's, glaube ich. Also nicht die Kellogg's. Ich rede von den anderen Dings damit. Ich kenne Nesquik kenne ich da. Ja, hier nicht. Ich meine die anderen. Ich meine die und die Kotbäschchen. Ich meine die Cheerios. Cheerios kennst Cheerios. Du, ne? Ja, klar. Das ist doch amerikanisch, oder nicht? Ich weiß nicht, ich habe die auch schon mal hier gefunden. Kellogg's, ist Kellogg's nicht eine eigene Firma? Ja, Kellogg's ist eine eigene, das ist die mit dem K, ne? Aber die haben doch Kellogg's Nesquik. Und das Nesquik kann sein. Ist von Nestle. Nee. Ja, aber das ist dann so wie. Das gucke ich jetzt gerade mal schnell nach. Nee, Nesquik ist von Nestle. Ja, nicht das ist richtig. Nesquik. Aber das ist so wie Nesti. Nesti ist ja auch Nestle, wird aber durch Coca-Cola verkauft. Kellogg Company. Das sind halt so Zweitfirmen, die das dann machen. Buttergruppen. Oh, jetzt ein Butterkuchen, ne? Alter. Da steht aber, also auf Wikipedia steht jetzt gerade nicht, dass Kellogg irgendwie von Nestle, also eine Unterfirma von Nestle ist. Ja, ist es ja auch nicht. Das ist keine Tochterfirma, das ist ein Joint Venture, wenn schon. Okay. Game of Joints. Alles klar. Jetzt eine durchziehen, ey. Ja, muss ich hier langsam. Aua, mein Fuß. Guck mal. Aber das, also ich hätte noch ein anderes Ausweichsthema, nicht das mit den Leuten, ne? Aber ja, ich würde glaube ich gar nicht hören, was jetzt kommt. ich hatte es ja kurz vorgeschlagen, ne? Was macht man, wenn mein Penis juckt? Wenn dein Penis juckt, dann tust du den in Nestle dann in Nestle Nesquik. Nein, das ist Nestle Nesquik. Ach so, dann kurz für die Zuschauer im richtigen Master, die mit Nestle abgeschlossen hat. Jedes Mal, wenn wir Nestle sagen, dann bekommen wir von Nestle irgendwie 500 Euro oder sowas. Also ich bekomme 500 Euro, die anderen bekommen 1000. Ja, aber guck mal, es gibt doch die Alete ist ja von Nestle, ne? Das ist ja das Beste. Das ist die, also das ihr Beste kennt, von Nestle? Ihr kennt, ja, ihr kennt doch diese Geschichte von Alete, ne? Mit Nestle. Ich weiß nicht schon, was Alete ist Babynahrung. So, Muttermilch, künstliche quasi. Alter. So. Ist klar. Ja, das ist doch. Das ist das Beste. Nein. Das ist die beste Geschichte, die diese Firma rausgehauen hat. Denn die haben den Stoff so manipuliert, dass wenn die Babys den getrunken haben, die eine Antireaktion gegen natürliche Muttermilch entwickelt haben und nur noch die künstliche Muttermilch trinken konnten.
Als ich das gelesen habe, ich dachte mir so, Alter, wie genial muss ein Konzern sein? Das ist einfach die beste Idee, die einem einfallen kann. Stell dir vor, du verkaufst so Wasser. Und du verkaufst ein Wasser und dann ist da was drin, dass du kein Leitungswasser oder mehr so trinken kannst. Dann müssen die Leute nur noch Vitell kaufen. Das ist einfach die geilste Idee, die ich jemals gesehen habe. Hey, Nestle hat doch eh fast jeden Wasserkonzern, Alter. Ja, die haben viele. Vitell haben die und San Pellegrino. Ich verstehe sowieso nicht, warum es 20.000 verschiedene Wasserfirmen gibt. Einfach eine Wasserfirma fertig. Ja, weil es Leute wie dich gibt, die kein Leitungswasser trinken, sondern nur noch Flaschenwasser. Und dann glauben die Leute, das sind unterschiedliche Sorten. Leitungswasser zu trinken ist unmenschlich. Nein, ist es nicht. Doch, ist es. Absolut. Wieso sollte es unmenschlich sein? Das ist einfach das... Da ist eine filtrierte Piste drin. Nicht die filtrierte Pisse, ich habe das beste kontrollierte Produkt auf dem deutschen Markt. Ja. Wenn ich in dein Wolvig-Berg pinkel, obendrauf, ja, und dann auch noch so eine BSE-kranke Kuh da drauf stirbt, kontrolliert das kein Mensch. Wenn die BSE-kranke Kuh aber in Uganda stirbt, die Aerosole per Luft nach Deutschland getragen werden, da wird dieser Scheiß kontrolliert und es kommt nicht ins Leitungswasser rein. Ja. Bestimmt. Bestimmt wird das Wasser nicht kontrolliert, ne? Nee, Wasser, was verkauft wird, muss nicht kontrolliert werden. Ach so. Das heißt, die Leute können da so, wie die wollen, einfach reinwichsen, reinspucken und das wird dann direkt in die Flaschen abgefüllt und verkauft, oder du was? Du sagst das so, als ob das nichts Normales wäre. Ja. Anscheinend ist es wohl was Normales laut ihm. Ja. Das ist ja wie wenn du sagst, dass irgendwelche Restaurants keine Tester da vorbeikommen, die gucken, wie es in den Restaurants aussieht. Das ist genau dasselbe. Gibt's doch. Ja, ich meine, Maccas existiert ja auch noch, also. Maccas, ja, aber wenn bei Maccas einwandfreie Hygiene herrscht. Wenn! Wo ist das denn, wo die Ratten in der Küche sterben? Frag doch mal die Leute, die bei Burger King die Tests gemacht haben. Ja, man muss aber natürlich sagen, ne, das ist der Vorteil bei Maccas, da wird das Fleisch frisch in der Küche gefangen. Ja. Das du dann auch noch Burger das, bekommst. Das ist, frisch auf dem Grill. Ja. Ich fand es so schön, als Burger King mit seinem Whopper Charcoaled Grilled irgendwie da geworben hat. Ich frage mich, wo die den so auf Holzkohle gegrillt haben wollen. Das sind zwei komische Kochplatten, die aneinander gepresst werden, hinten in diesem kleinen Drecksraum. Mhm. Da hast du dein Charcoal Grilled. Ja, ich hab mittlerweile voll das Trauma von Burger King, weil ich habe keine Ahnung, das ist schon irgendwie so ein Monat her oder sowas. Ich hab, den ganzen Tag habe ich nicht wirklich was gegessen, war danach in der Berufsschule, dachte mir so, boah, ich habe voll Hunger, bin dann halt, wollte dann zu Subway gehen. Aber bei Subway war extrem lange Schlange und ich dachte mir so, okay, weißt du was, dann gehst du halt zu Burger King, da ist keine Schlange. Hab mir was geholt und ich war danach eine halbe Woche oder 5 Tage oder sowas, war ich dann krank im Bett und hatte Magen-Darm-Grippe. Ja, weil das Scheiße ist, die bei solchen Sachen rauskommen. Also ich hatte noch nie Probleme. Das nicht, aber das ist ekelhaft. Vor allem, weil in Deutschland ist es ja auch 1000-mal besser kontrolliert als in Amerika zum Beispiel. Ja trotzdem, aber ich habe da jetzt... Pink Slime da. Ich hab da jetzt einen Megatrauma und ich gehe da auf jeden Fall nicht nochmal hin. Subway ist eh geiler. Ja, Subway akzeptiere ist eh geil. Ich wollte auch zu irgendwo. Subway gehen. Ne? Tja, immer auf die... erste Entscheidung. Die Sache war, da war so eine extrem lange Schlange und ich dachte mir so, ey, ich habe jetzt Hunger. Ich will nicht noch 30 Minuten warten. Tja. Vor allem, weil ich auch noch meinen nächsten Zug bekommen wollte. Nee, dann ist ja, aber dann so hättest du doch die vernünftigen Alternativen nehmen können, ja, dir einen schönen deutschen Döner holen können. Deutschen Döner vom Türken? Ja. Ach, das, die alle türkischen Döner, die ich kenne, sind eh Russen. Ich hätte auch lieber den Döner als die Woche Magen-Darm. Also ganz ehrlich, du kannst mir nicht sagen, dass Döner türkisch ist. Das ist einfach nur noch deutsch.
Vertraut ihr denn Dönerläden, die von Deutschen geführt werden? Nee. Falls ihr überhaupt schon mal so einen gesehen habt. Nee, ich habe das noch nie gesehen, aber ich würde auch so einem nicht vertrauen. Ja, siehst du mal. Da gibt's für die Leute, die irgendwie im Raum Bielefeld wohnen, Crispy Kebab in der Nähe vom Jahnplatz. Mega geiler Döner. Wirklich richtig geil. Aber vom Türken, oder nicht? Dieses von Türken. Ja. Ja, aber das also, Ding ist, das sind ja nur... Ihr, wenn ihr vor euch einen Dönerladen hättet, der von Deutschen geleitet wird und daneben direkt einer, der von Türken geleitet wird, würdet ihr den von dem Türken nehmen? Ja, das ist richtig. Aber da die ja eh alle oben von einem großen Konzern der Bilderberger Gruppe geleitet werden, sind das alles irgendwelche Saisonarbeiter. Das sind eingeflogene Türken, die nur das Image des Türken in einer was deutschen ein Döner. Schwachsinn. Was ein Mist erzählst willst du nicht, dass das überzeugend klingt? Mr. Wanwelpe möchte jedes Mal, wenn er Scheiße labert, möchte 1 Euro an irgendeiner Hilfsorganisation spenden. Eigentlich schon. Ne? Als wenn ich Geld spenden würde. Also wir würde sind jetzt gerade schon bei 227 Euro und 12 Cent. Aber wie kommst du auf die 12 Cent, wenn er immer nur 1 Euro spendet? Da hat er nicht so viel Bullshit. Das war dann um 12% Bullshit. So. Bei dem anderen ist 100% Bullshit. Bei ihm ist eigentlich nur 200% Bullshit. Ja. Oder nee, bei dem, ja, stimmt, bei dem einen war das dann da war 212%. Deswegen musste er halt dann ein bisschen mehr zahlen. Das ist doch also voll nett von ihm. Ja, total, ne? Wir haben inzwischen übrigens 21 Uhr und davon haben wir 17 Minuten geredet, ne? 21 Uhr. Um 19 Uhr wollten wir anfangen. Meine Güte, dann bin ich ja erst seit 2 Minuten oder so in der Aufnahme. Was? Wie kommt der jetzt darauf? Ich bin jetzt seit 2 Minuten auf. Hä? Wie kommt es auf die 2 Minuten? Ja, weil jetzt 21 Uhr ist. Der ist gleich behindert, frag einfach. Quatschkopf. Wir haben 20.58 Uhr jetzt. Wo ist das in deiner Welt? Hä, hey, du hast gerade 21 Uhr gesagt, Mann! Nein. Das stimmt allerdings. Ich habe gesagt, fast 21 Uhr. Oh, ja, das kann ja auch 21.02 Uhr 2 sein. Das da ist auch fast 21 Uhr. Ich habe nicht drauf geachtet. Krasser Scheiß. Davor haben wir auch eine halbe Stunde mindestens nochmal diskutiert, über was wir reden. Und im Endeffekt kriegen wir jetzt doch wieder über 20 verschiedene Themen. Also hat sich das. Ja, heute ist einfach so erledigt. Die diversifizierteste Folge, die wir je hatten. Ich kann vielleicht eine interessante Geschichte erzählen. Okay. Und zwar, ich weiß nicht, war das am Mittwoch oder am Donnerstag? Da haben wir über alle verschiedenen LOL-Champs geredet. Nein, nein, tatsächlich. Verdammte Scheiße, warum fällt mir das nicht mehr ein? Das ist genauso wie Cartman, ey, ohne Witz. Nee, ich war in einem Bücherladen. Und hab mir tatsächlich hier die ersten beiden Bänder von Monstermädchen geholt. Monstermädchen? Ja, Monster-Musume. Ach so, ja, ja. Das heißt auf Deutsch war, Monstermädchen. Ich bin kein Anime-Schauer, deswegen. Ja, weil dir... Ja. Hm? Dir ist schon klar, in Bücherläden gehen nur noch Leute Nerds mit BMI so 29 BMS plus. Haare, Flüssig. Das war Marco eigentlich ganz gut. Und eine Brillenstärke Schuss, so Alter ab 6 Dioptrien. Die gehen in Bücherläden rein. Das passt rein aber auch ganz gut zu Marco. Nee, so. Also, ich hab das sind die Leute, die zwar von sich ich behaupten, minus 3 Dioptrien auf beiden Augen. Ja, okay, das aktiviere ich auch noch. Aber das sind halt die Leute, die von sich behaupten, die würden mit Technik und also alles sein, die aber noch nicht erkannt haben, dass es Amazon gibt, wo du dir halt einfach jedes beschissene Buch per Prime bestellen kannst. Ja, wieso? Weil das ich schnell finde, warum ist das denn schlimm, dass ich das aus dem Bücherladen hole? Da habe ich es doch direkt. Scheiß auf den Einzelhandel. Ich will das schnell haben. Ich nehme einfach Amazon Prime das Abend. Das ist doch schneller dann. Nicht, wenn ich die Amazon Prime Abendbestellung habe. Wenn ich jetzt bestelle, kommt das in 0 Minuten an, weil das bis 21 Uhr liefert. Ja. Ja, auf jeden Fall. Von wegen nicht mit der Technik. Ich mache eine Ausbildung zum. Ich bin auf jeden Fall mit Technik. Gut, das ja, bei mir das sag ich ja, das sind ja die Leute, aber die kennen Amazon noch nicht. Ja, ist ja auch nicht so, dass ich noch nie bei Amazon bestellt, aber nur ich find's halt nicht schlimm, aus dem Laden bekomme. Ja, erzähl deine Geschichte bitte erst. Ja, auf jeden Fall, ne, Monstermädchen, ich denk mal, die meisten wissen,
wie Monstermädchen aussieht. Für die, die es nicht wissen, es ist schon ein wenig geil. Edgy-mäßig. Geil! Und also ich sag mal so, ich stand da an der Kasse, ne, und die Verkäuferin aus, als ob sie auch auf jeden Fall Mangas lesen würde, ne, und sah dann so das ein bisschen skeptisch an und guckt mich dabei so an, so. Ah, so, ja, jetzt hat er sich auf Monstermädchen einen runterholen will. Ja, die hat mich ja so ein bisschen skeptisch angeguckt und ich so, ja, das ist für einen Kumpel, der hat den nächsten Geburtstag. Und der wollte mich ein bisschen Bullshit schenken. Und da dachte ich mir so, ach, guck mal da, das ist doch irgendwie was Gutes für ihn. Das Gute ist, sie hat mir das geglaubt. Ah, ja, sowas ähnliches habe ich auch schon mal gemacht. Ich habe dann irgendwie, ich weiß nicht, irgendein Manga geschenkt, das irgendwie so ein Schwulenhenter ist für einen Freund oder sowas. Und ich war dann so, ja, hier, für ein bisschen mehr Bullshit, wir haben auch so Fidget Spinner und ich so, ja, vielleicht einen anderen Mal. Ich will dir gerade so einen Geschenkkorb verkaufen, wo lauter behinderte Sachen sind. Ja. Ja, nee, aber das fand ich ziemlich cool. Habe ich dir eigentlich damals gesagt, was ich dir schenken wollte, wo wir dich das erste Mal besuchen wollten? Nicht, dass ich wüsste, aber wann wolltest du mich besuchen? Das ist schon übertrieben lange her, Mann. Also ich weiß, dass wir uns mal auf der Gamescom Zwiebelfest treffen wollten, aber dann wollten wir dich einmal besuchen. Stimmt, doch, ich erinnere mich. Aber dann ging das nicht. Ja. Auf jeden Fall habe ich dir eine Plastikvagina auf zwei Hüpffüßen besorgt, die man aufziehen kann und die springt dann durch den Raum, wenn du die aufgezogen hast. Voll geil. Vor allem, weißt du, was die Moral ist? Bullshit geschenkt. Weißt du, was die Moral hinter der Geschichte ist? Er konnte die ja nicht verschenken, ne? Ich freue mich über Geschenke. Was? Ich habe dich nicht verstanden. Wann war? Die Moral hinter der Geschichte ist ja, du konntest das ja nicht verschenken. Ich will jetzt nicht wissen, was du damit gemacht hast, ne? Ich hab's jemand ja, anderes. Ja, genau. Ja. Ich sag nur das Prostata-Massagegerät. Penis-Gummibärchen gekauft. Die konnte ich dann nicht verschenken und die haben ich dann einfach aufgegessen. Du hast die abgeleckt, meinst du? Ja, ein bisschen dran rumgesaugt habe ich natürlich. Ja. Er will das da auch, ja auch normal. Hast du ja extrem salzige. Naja. Es war süß sogar. Hat der anscheinend vorher Ananas gegessen? Ey, wir wissen ja, ne? Jeder hat schon mal das Sperm vom Mann geschluckt. Ja, und wer das andere sagt, hat genügt. Und wer nein sagt, der lügt. Ja. Also Marco, hast du schon mal? Nö. Ja, dann lügst du. Du sagst, wer Nein sagt. Ich hab Nö gesagt. Nö ist ein anderes Wort als Nein. Nö ist eine andere Form für Nein. Das nennt man Synonym. Nennt man anderes Wort. Das nennt man Ironie und Sarkasmus. Das beherrsche ich. Ja. Ich meine, dir bin ich froh, dass du überhaupt durch deine Brillengläser gucken kannst. Ich? Nee. Ja gut, wenn du mich nicht meinst, ist gut. Ja, so viel zu Ironie und Sarkasmus, gell? Ich meine, ehrlich gesagt, ist auch nicht gemeint, wen du jetzt Wirklichkeit aussieht. Alter, was denn? Gut, dass ich wieder zwei Leute bei mir habe, die Brillen. Okay. Aha. Ja. Jetzt habe ich gerade. War vornehmlich nicht anders. DC gehabt anscheinend. Weil du mitten im Satz einfach aufgehört hast. Gut, dass ich zwei Leute habe, die Brillen. Und dann. Nerds. Weißt du, wer auch eine Brille trägt? Heimat, der. Wer denn? Oh, den kennt er. Wundervoll, super Einschnitt für unser nächstes Thema. Also, wo waren wir? Ne? Antwort zu einer erste. Ja. Wir haben ja auch nicht wirklich was gemacht. Oh, Mann. Das ist unfassbar. Unfassbar. Da sieht man mal, Hauptthema Nestle. Mhm. 20 Unterthemen gehabt, sehr gut. Ich weiß nicht mal, wie ich die Folge benennen soll, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich nehme die Gummibärchen-Dildos oder so. Nee, warte, ich suche mal, ich gehe mal gerade kurz in die YouTube-Trends. Willst du nochmal über die Trends reden? Noch. Challenge. Der Boden ist labern! 5, 4, 3, 2, 1!
Ich sitze es schon, also habe ich. So, die Folge nenne ich jetzt der Boden des Lava. Ich habe tatsächlich mein Schreibtisch, nicht Schreibtisch. Oder wäre Yalla Habibi besser? Yalla Habibi? Da musst du das Lied aber auch singen. Yalla Habibi. Ich nehme die Nummer 4, aber ohne Käse. Und das zweimal die Nummer 9. Einen mit 6. Ja, meine ich ja. Dann bist du aber ziemlich dick, wenn du 50 Gänse nur weil ich dick hast. Bin! Nur weil ich dick heiße. Du bist lauchiger als ein Lauch, wann war also. Ich. Von dick ist da keine Rede. Das stimmt halt leider. Ich kann ein bisschen was abgeben. Ich? Ein bisschen was? Ich kann ein bisschen was abgeben, wenn er so lauchig ist. Der Lauch würde sich sogar beleidigt fühlen, wenn man ihn als zeichnet. Da habe ich nur. Ja, nee, ich möchte mal diese Opportunity nutzen, in Videoform dazu einmal haben. Ich habe seit Oktober gehe ich regelmäßig ins Fitnessstudio. Jetzt nicht mehr allzu regelmäßig, aber immer noch Hashtag regelmäßig. Hashtag Moss-Transformation. Hashtag Moss-Transformation, genau. Und ich habe mittlerweile 20 Kilo weniger. Oh. Es ist immerhin effektiver als Low Carb zu machen. Nee, das stimmt nicht. Low Carb ist die heilige ja. Formeln. Als und wenn eine du 20 Kilo abgenommen Kunst der hast. Künste, die nur die wahren Meister beherrschen. Also, wer hat denn 20 Kilo von euch Beinen abgenommen? Hä? Low Carb, die Diätenlüge? Ja, siehst du mal, die Leute verbreiten extra Lügen darüber, damit das keiner macht, weil das die geheimste aller Geheimkünste ist, um abzunehmen. Ja, auf jeden Fall wollte ich nicht, war, sagt auch jetzt, die Wahrheit. Dafür, dass ich jetzt hier die 20 Kilo geschafft habe, wollte ich mich an meinen Geburtstag, der ist ja tatsächlich demnächst. Oh ich werde 21. Boah. Alter, bist du jung. Ich wollte eigentlich sagen, ich bin fucking alter Sack, aber okay. Da wollte ich dann wahrscheinlich Sushi essen gehen. Sushi ist geil. Sushi. Ich habe schon ewig keine Sushi gegessen. Ist richtig. Ist man denn in Bielefeld Sushi? Da ist eine ziemlich große, ein ziemlich großes Sushi-Restaurant am Kesselbrink. Echt? Was relativ nah von meinem Arbeitsplatz ist. Von daher. Aber nein, Hauptsache nicht über Essen und Trinken reden. Der Vorschlag, den wollen wir gar nicht haben. Ich weiß gar nicht. Nicht, was man darüber sagen soll. Ja, schmeckt ja, gut, schmeckt scheiße. Ja, was willst du sonst erzählen? Das siehst du mal. Was willst du sonst erzählen? Wir haben richtig viel über Essen und Trinken jetzt gesprochen. Haben wir nicht. Doch. Du hast über Gummibärchenpenisse gesprochen. Wusstest du, dass Jojenko 4000 Gummibärchen eingeschmolzen hat? Nein. Ja. Toll. Platz 3 in den Trends. Danke. Ich würde lieber in Fidget Spinner baden mir angucken. Alter, das ist schon noch ziemlich outdated, ist dir klar, ne? Ja, egal. Bringen wir den Trend zurück. Du Depp auch noch dabei. Natürlich. Warte. Skrrr! Pisser. Hätte ich eine Facecam angehabt, hätte man mich Deppen sehen. Ein Fidget Spinner baden. Ja. Das macht Tobi als nächstes. Er badet Fidget Spinner. Ja. Will ich sehen. Fidget Spinner baden und dabei dabben. Ja. Für 12 Stunden. Ja. World Record Attempt. Ja. Gone sexual. Boah, ich hab auf jeden Fall einen Titel. Ja, das stimmt allein. Oh, ich kann mir auch ein ziemlich gutes Thumbnail dazu ausdenken. Der Boden ist Lava Prank, ganz. Der Boden ist Lava. Der Boden ist Fidget Spinner Baden. Der Boden ist Fidget Spinner. Der Boden Alter, ich müsste mir das aufschreiben gerade. Jo, das ist keine schlechte Idee. Alter. Unfassbar. Ich würde mal sagen, damit sind wir auch an die Grenzen und Bullshit-Limits gekommen. Ey, da muss ich gleich ein Thumbnail. Ausfällt euch noch was ein. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich fang gerade erst an. Gut, dann nehmen wir uns das aber, glaube ich, lieber
für nächste Folge auf. Alles klar. Dann werden wir sowieso erstmal 1,5 Stunden lang diskutieren, was wir machen wollen. Und ja. Oder ihr schreibt es in die Kommentare. Ihr könnt ja auch. Ja, schreibt abgefuckte Themen in die Kommentare. Ihr könnt ja auch gerne mal liken, dass wir auf den ersten Platz kommen. Und retweeten. Teilt es euren eurer Familie, teilt es euren Arbeitskollegen, euren Schulfreunden, euren Hund, euren Augenoptiker, teilt es mit jedem. Und kauft meinen. Ja, so wie HIV. Denn das hier ist das beste Format auf YouTube, verdammte Scheiße. Du musst irgendwas durch die Gegend schmeißen, um den Effekt jetzt zu verbessern. Ja, ich hab nur eine Packung Taschen. Warte, hier, ich hab was. Tobias hat richtig. Das war irgendein Kabel, was ich gegen den Schrank geworfen habe. Ein einziger Artikel, und zwar ein Fidget Spinner Dildo. Ja. Ey, auf Pornhub findest du Fidget Spinner Porn, ja, also ich würde mal. Alles aufpassen. Klar, da weiß ich, was ich heute Abend machen werde. Da balanciert einer einen Fidget Spinner auf seiner Eichel. Alles klar. Hammer erotisch. Und als Vorschlag kommt dann noch Midget Spinner. Also, das ist auch sehr gut. Gut, ach, ja. Um das hier abzuschließen, würde ich mal sagen, das war die erste Folge mit unserem neuen Teilnehmer. Quinn ist weg, Mossi ist da. War nicht noch ein weiterer tatsächlich noch geplant? Nein, eigentlich nicht. Echt? Nee. Okay. Alles klar. Dafür müsste ich mein Intro lenken. Okay. Ja, aber ich ändere das Intro. Bewertet eh alle nicht. Mein Intro und deabonniert die beiden, abonniert mich. Ja. Und nächste Woche gibt's die nächste Folge. Verpisst euch. Haut nicht da rein. Was? Was? Und Leute, denkt immer dran, der Medal soll einen und nicht teilen. Yalla Habibi.